Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki mit Daily. Ich bin der Sashi und das ist der Christian. Oder? Und wir sprechen heute über den 19. Dezember. Und am 19. Dezember haben wir ein Geburtstagskind, das 1980 geboren worden ist. Und ich weiß nicht genau, wer es ist. Der heißt Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Gyllenhaal, okay. Kennst du den? Nee. Der hat, der heißt eigentlich Jacob Benjamin Gyllenhaal und hat in Day After Tomorrow gespielt, in Jarhead, in Brokeback Mountain. Ach genau. Das war und Prince of Persia. Persia. Okay. Ja. Das ist der bei Brokeback Mountain der eine von den beiden. Der andere ist ja der Heath Ledger. Heath Ledger. Und der Heath Ledger. Ja. Ist ja verknallt in den anderen Cowboy. Und das ist der Jake Gyllenhaal. Alles gut. Ja. Jake. Gyllenhaal. Ne? Ja. Heute am 19. Dezember, Kinostart 1985 von Teen Wolf. Teen Wolf, ja, der Film, bei dem du mir immer ins Auge spuckst. Richtig, Teen Wolf. Teen Wolf mit Michael J. Fox. Richtig. Ja, richtig. Michael J. Fox, das Lustige war ja, Zurück in die Zukunft, erster Teil, kam in die Kinos, war ein Riesenerfolg und danach wurde Teen Wolf, kurz danach... Und der war nicht so gut. Nee, der war nicht so gut, aber der war noch erfolgreich, weil nämlich Zurück in die Zukunft so erfolgreich war. Der hat sich so in dem Kielwasser des ersten Films ist er so. Aber Teen Wolf wurde vorher gedreht. Ich war da noch so jung, da kannst du dich besser dran erinnern. Nein, das habe ich irgendwann mal mitbekommen. Verdammt nochmal. Also pass auf. Zurück in die Zukunft? Ja. Teen Wolf, erst gedreht, dann Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, aber als erstes herausgebracht. Und Teen Wolf kam dann halt später heraus, hier am 19. Dezember. Weil die sind bei den Dreharbeiten von Zurück in die Zukunft in die Vergangenheit, haben geguckt, wie Teen Wolf ist, sind wieder zurück, haben gesagt, nee, wir machen es andersrum. Ja, genau, so war es bei Dreharbeiten von Zurück in die Zukunft. Deswegen haben sie gesagt, wir machen erst die Nummer mit dem Zukunftsreisen und dann die Sache mit dem Basketball. Haben sie den DeLorean für sich selbst genutzt. Genau. Die Schweinebacken, genau. Ehrlich, echt, ey. Teen Wolf, 19.12.85. Aber am 19. Dezember 2001 kam auch ein Film in die Kinos, der war dann revolutionär sozusagen. Mhm. Ja, lange Zeit, die Zeit beeinflusst. Ja. Herr der Ringe. Herr der Ringe, erster Teil, Die Gefährten. Da gab es ja mittlerweile 5 Millionen Teile davon. Ja, und Hobbits und was Hobbit, da alles. Ach, ganz Käse da, ja, auf jeden Fall. Daher, seitdem weiß man, was Orks sind. Ja. Ja, also das weiß man natürlich aus den Büchern schon. Ja, aber, wenn man sie gelesen hat. Aber die waren ja nicht so weit verbreitet, dass sie jeder kannte. Und dadurch, durch die Filme, hat man gesagt, guck mal. Also wenn ich so einen Türsteher sehe, guck mal, ein Ork. Ja, weiß jeder, was gemeint ist seitdem. Apropos Ork, passt jetzt gar nicht. Ich habe auch keine Überleitung, warum ich da drauf komme. Aber auch ein Geburtstagskind des heutigen Tages ist Rudi Carrell. Rudi Carrell. Rudi Carrell. Ja. Der Käsekopf aus Holland. Richtig. Ja. Comedian, beziehungsweise Showmaster. Showmaster. Es muss so schwierig gewesen sein, mit dem zu arbeiten, weil er so pedantisch auf den Punkt genau das haben wollte, was geplant war, angeblich. Ja, aber er muss natürlich auch ein großer, großer Denker gewesen sein im Showgeschäft. Er war erfolgreich. Ja, er war total erfolgreich und auch, das meine ich ja total positiv, aber dieses Ding da, dass ich habe Proben gesehen von ihm, wo irgendwie ein Satz nicht gestimmt hat, er so, du sollst den Satz so und so sagen, weil damals waren ja, also die Witze waren ja alle geplant, ist ja wie bei uns. Ja, ist ja so wie jetzt, wo ich sagen muss, ja. Okay. Genau, ja. Jeder einzelne Spruch war ja dann im Prinzip abgesprochen, jeder einzelne Satz, jedes in dem Interview war hier, ich habe mal letztens ein Interview gesehen mit Rudi Carrell und ABBA, wo ABBA dann Deutsch spricht und da fragt Rudi Carrell genau den Satz, den ABBA antworten muss und dann sagen die, ja, in Stockholm. So, irgend so ein Käse, ne? So, aber dann, es musste alles genau passen. Und so hat Rudi Carrell gearbeitet. Doch. Rudi Carrell. Rudi Carrell hat ja auch gesagt, bevor du dir was aus dem Ärmel schütteln kannst, musst du erstmal was reintun. Das ist richtig. Verstehst du? Ja. Also hier, Vorbereitung ist die Frage. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich noch, aus persönlicher Verbundenheit, möchte ich auch dem Ballspielverein Borussia Dortmund zum Geburtstag gratulieren, heute am 19.12. Ihr wisst alle, ich bin großer BVB-Fan. Geburtstag des BVB. Herzlichen Glückwunsch, BVB. Wie viel haben wir Geburtstagskinder? Heute nur Geburtstagskinder. Also der 19.12. Hammer! Nur Geburtstagskinder. Richtig. Das ist ja, also dieser 19. Dezember, der wird ja in die,
in die Annalen eingehen. Am Arsch. Cheerio, Miss Sophie. Hea BVB.